Hallöchen! Na, ihr Süßen, wie geht's euch? Wenn wir mal gucken, kriegen wir das auch größer? Keine Ahnung. Servus! Wie geht's? Wie steht's? Was treibt ihr so? Ihr Schnapsdrosseln, Plaudertaschen, Plundertaschen und sonstiges. Grüß euch. Ihr habt heute einen riesen Fun. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen Einweihung, peu à peu. Ne? Ich sitze jetzt am Stammtisch von der Hexenschule, von der 3-Besen-Bar 2.0, vom Lachs. Und ich habe hier was. Guckt mal. Na, was sagt ihr? Darf ich vorstellen? Meraxes. Guckt mal genau hin. Seht ihr das? Seht ihr den Drachen? Ihr wisst ja, ich habe ja, sagt der Moses am Mabun-Vollmond. Dann waren mir da zu viele Leute, weil ich ja am Vollmond im August in Italien war. Und ja, dann habe ich natürlich die Drachenbeschwörung verschoben. Ich habe dann mir gedacht, ja, was machen wir denn jetzt und so. Und dann hat sich das alles so hin und her gelegt und die Drachenbeschwörung war dann auf eine ganz andere Art. Da sieht man beim Vollmond die Barke von Valyrien und so weiter. Und habe dann die Drachenbeschwörung gemacht. Ich habe einfach den Drachen gerufen und habe mir nicht einfach mal geguckt, wie in welcher Form kommt der Drache zu mir. So. Und eine meiner besten Freundinnen und langjährige Schülerin bei mir gewesen. Und hat sich eine Trommel gekauft und hat zu mir gesagt, dass du noch keine Trommel hast. Da habe ich gesagt, ich habe doch eine Trommel, du alte Schnapsdrossel. Und dann haben wir uns die Trommel angeguckt und dann habe ich zu ihr gesagt, meine Trommel ist schon 30 Jahre alt. Ja? Ich weiß nicht mal mehr wo, aber ich weiß, dass es auf einem Markt war, wo ich mir die gekauft habe, wo Gaston mit Sicherheit die französische Deluxe-Küche dabei hatte und wir im Backhaus unterwegs waren, weil ich bin mir sicher, dass ich die Trommel gekauft habe wegen dem Backhaus. Und ich habe eigentlich immer mit der Trommel gearbeitet und der Sigi hat immer zu mir gesagt, wo ist denn der Schlegel? Und ich habe zum Sigi immer gesagt, du, ich habe keine Ahnung, der ist irgendwie spurlos verschwunden. Wir haben den Schlegel für die Trommel immer gesucht und ich habe die Trommel immer mit Hand gespielt. Und dann sagte eben eine meiner besten Freundinnen zu mir, du brauchst dringend eine Trommel. Sag ich, ich brauche keine Trommel, ich habe eine. Ja, und irgendwann saß ich dann da nach der Drachenbeschwörung und habe mir so geguckt, was denn heutzutage im Gegensatz zu meiner Trommel so verkauft wird auf dem Markt. Und weil ja ich durch Patricia den Dornenkönig gekriegt habe, habe ich mir dann gedacht, okay, gucke ich mich mal um. Ja. Ich habe ja in letzter Zeit viele Rituale gemacht, unter anderem ne, die Drachenbeschwörung mit Draco Draconis, mit der Melodie im Hintergrund, wie der Dextro mich auf der Bühne in Rosenheim zu Fall gebracht hat und ich am nächsten Tag wieder auferstanden bin als der Drache. Und dann Astro TV Late Night moderiert habe und die Schnapsdrosseln haben mich ja dann mitten in der Nacht mal angerufen und hatten eine Riesenfreude, dass ich wieder auferstanden war, nachdem sie mich, den Drachen, ja auf der Bühne getötet haben mit Dracus Draconis. Und ja, und jetzt ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen, ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich gucke mir mal zu Trommeln an.
Und dann habe ich gesehen, dass bei der Patricia auf der Seite, Patricia, ich hoffe, du siehst das Video, habe ich gesehen, dass bei der Patricia auf der Seite also eine Trommel war, die hieß Bilzenkraut. Und die hat mir recht gut gefallen. Und auf einmal hat die Patricia dann ein Video gemacht mit einer Trommel. Dann habe ich mir gedacht, na, die gefällt mir, die lasse ich mir jetzt zum Geburtstag schenken. Und Gaudi halber habe ich dann zur Metatron gesagt, die wünsche ich mir zum Geburtstag. Und wie das halt immer so ist, wenn ich mir was wünsche, dazu brauche ich nicht mal räuchern, dass die ganze Bude qualmt, aber ich werde heute noch räuchern. Saturn ist wieder direktläufig, Pluto auch. Und Merkur ist noch rückläufig in der Waage und ich werde das nutzen und ich werde die Geister rufen und Freddy Nightmare schlecht um die Häuser ist ein Scheißdreck gegen mich. Voldemort, ne? Der, den man nicht beim Namen nennt. Dann habe ich mir die Trommel so angeguckt und habe mir gedacht, ach, die ist aber hübsch. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass eigentlich ein Drache drauf ist. Seht ihr den Drachen? Seht ihr ihn? Geil, oder? Bei rückläufigen Merkur. Aber gucken wir mal. Ich habe dann gesagt, na, ich habe mir die ja zum Geburtstag gewünscht. Und meine Freundin dann gleich, ich wusste, wie ich die Trommel gesehen habe, die ist für Tahuti. Mir gedacht, na du Brunzen, du. Na? Ich darf das schon sagen zu ihr, zu Zenzi. So, und auf alle Fälle kam er an. Ich habe den ersten Ritus gemacht, ich habe ihn mit dem ersten Ritus eingeweiht. Und mir war sofort klar, wie diese Trommel heißt. Meine liebe Trudi hat ja dann gesagt, ich gucke ja keine Filme, woher kriege ich denn die Namen? Habe ich gesagt, den Film, den Namen habe ich nicht aus dem Film. Ja, Meraxes. Meraxes ist eine Drachendame aus dem Universum von Westeros und Valyrien. Wie kann es auch anders sein? An Mabun, Vollmond, habe ich den Drachen beschworen. Und dann kommt ein Drache zu mir. Tja. Und jetzt hört mal rein. Ja, und dann haben wir den ersten Ritus gemacht. Wir werden sie jetzt noch weiterhin einweihen. Spannenderweise ging es dann mit der Diskussion los mit den Schamanen. Und ich habe gesagt, das ist keine Schamanentrommel, das ist eine Hexentrommel. Schamanen rufen den großen Geist, Manitou. Hexen rufen Drachen. Merlins Schüler rufen Drachen. Na? Denn die Drachen sind diejenigen, die die Pforte, die Schleier des Nebels lüften, öffnen und sich dort in menschliche Gestalt verwandeln können. Und somit war sie da, Meraxes. Und ich habe dann wieder mit meiner Freundin telefoniert und habe ihr gesagt, und was sagst du jetzt? Ja, mir war das ja klar, dass die Trommel zu dir gehört und so. Und ich habe gesagt, na, ich habe ja keine Trommel, ich habe ja einen Drachen. Also habe ich angefangen,
den ersten Ritus zu machen. Den ersten Ritus findet ihr auf dem YouTube-Kanal Tahuti TV. Und ich habe mit einer Rune den ersten Ritus gemacht. Die Rune wird dann gesungen, ne? Und intuitiv habe ich eine Rune genommen, die eigentlich die Hexen nehmen, um ihre Trommeln zu weihen, ohne dass ich da irgendwie nachgeguckt habe, sondern ich habe mich einfach auf den Chef verlassen, ne, auf unseren Liebling. Machen wir mal das Licht aus hier, ist viel schöner so. Ja. Ich habe mich eigentlich auf unseren Liebling verlassen, auf Metatron. Und ja, und diesbezüglich ging es dann los. Und jetzt ist Meraxes sozusagen hier. Ne? Meraxes. Ich habe natürlich auch noch meinen anderen Schlegel, den kennt ihr von einem anderen Video. Das ist wie eine Art Knochen. Den schwingt man hin und her. Ja? Und dann geht das so. Keine Sorge, im Lämmerer habe ich die Trommel natürlich schon übers Telefon vorgespielt. Gell? Eh klar. Und jetzt werde ich dann die nächsten Tage die anderen Riten machen, um die Trommel einzuweihen, inklusive Räucherung. Ja. Und werde dann noch ein bisschen was anderes mit dazulegen, weil es ist Zeit, dass die Hexe aktiv wird. So, aber ich werde euch natürlich des Öfteren auch ein paar Heilstücke auf den YouTube-Kanal hochladen. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe anhören. Und auch mit dem Dornenkönig. Ich habe auch schon was probiert. In der einen Hand hatte ich Meraxes, beziehungsweise auf dem Schoß. Und in der anderen Hand den Dornenkönig. Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden. Aber lasst euch überraschen. Jo, und wir werden also künftig auch mal, wenn wir dann Rituale machen, ne? Und es ist keine Schamanentrommel, es ist eine Hexentrommel. Ja, nochmal den Unterschied. Die Hexen arbeiten ähnlich, aber doch anders. Ja, wir haben schon Gemeinsamkeiten, aber die germanischen oder auch altägyptischen Hexen arbeiten anders. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende. Das ist das letzte Wochenende mit dem rückläufigen Merkur. Ab dem 18. ist Merkur wieder direktläufig, aber freut euch nicht zu früh, der braucht noch eine Woche länger, bis er dann wirklich weg ist. Achtet also die Woche nach dem rückläufigen Merkur noch darauf, dass ihr keine Unfälle baut oder sonstiges, und die Vertragsunterzeichnung würde ich jetzt auch nicht dringend gleich machen, sondern dann noch warten, vielleicht bis zum 25., 26. rum. Lasst euch einfach noch ein bisschen Zeit. Ja? So, und auch keine Autos oder Motorräder oder sonst was kaufen. Ja, schlimmer geht fast nimmer. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, ich hab euch lieb und singt immer das Lied. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass herein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass herein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Gesegnetes Wochenende, ihr Süßen. Bis bald. Bussi.